Was soll ich sagen, Leute? Ich bin heute richtig aufgeregt, denn ich bin gerade auf dem Weg zu meiner mündlichen Abschlussprüfung. Und wenn ich die jetzt bestehe, bin ich morgen meinen letzten Tag in Berlin. Und das ist ein richtig, richtig komisches Gefühl. Ich habe jetzt hier so eine Tasche mit einem Beamer mit, ich habe meinen Rechner mit. Ich muss jetzt gleich erstmal eine PowerPoint über mein Abschlussprojekt halten. Und danach habe ich noch ein Fachgespräch, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das alles relativ gut laufen sollte und dass ich auf jeden Fall nicht noch mal ein halbes Jahr hinten ranhängen muss. Ich habe die Ausbildung bestanden. Ich bin jetzt schon aus dem Prüfungsgebäude eine ganze Zeit raus, war jetzt zwischenzeitlich noch mal bei mir auf der Arbeit, habe meine ganzen Sachen abgegeben, habe meinen Firmenrechner abgegeben, meinen Firmenausweis abgegeben. Und bin jetzt bis Montag erstmal arbeitslos offiziell. Sind jetzt aber auch nur 3 Tage. Also alles gut. Direkt Übernahme. Und das ist alles gut gelaufen. Prüfung war an sich alles gut. Nur bei einigen Fragen haben die Prüfer wirklich mich ein bisschen testen wollen. Und einige Fragen waren halt echt sehr brutal. Aber ich habe bestanden, das ist erstmal die Hauptsache. Und es ist irgendwie auch ein sehr komisches Gefühl, hier an dem Haus vorbeizulaufen, wo halt das Gym drin ist, wo meine Arbeit drin war, und zu wissen, dass ich da jetzt für eine ziemlich lange Zeit nicht mehr sein werde. Beziehungsweise, ich gehe jetzt nochmal zum Sport, morgen gehe ich auch nochmal zum Sport. Aber danach weiß ich halt nicht, wann ich das nächste Mal in Berlin bin. Und das ist schon ziemlich komisch. Aber ich will jetzt auch nicht weiter rumschnacken. Wir gehen jetzt zum Sport, machen eine schnelle Schultersession. Und danach habe ich heute noch ein bisschen was vor. Da kommen wir aber später zu. Ich habe heute dazugelernt. Ich setze mein Cappy mal direkt andersrum auf, damit die Kamera mein Gesicht erkennt und den Fokus richtig setzt. Ich weiß gar nicht, ob ich vorhin schon gesagt habe, was wir heute für ein Training machen. Darum sage ich es jetzt einfach nochmal. Wir machen heute Schultern. Ich wärme jetzt aber erstmal zuerst meinen Trizeps und meine Rotatorenmanschette ein bisschen auf. Ich habe jetzt heute auch echt ziemlich wenig Kraft, weil ich heute bisher noch fast nichts gegessen habe. Also ich habe mir vorhin bei Lidl ein bisschen cheatmäßig so eine Apfeltaschen geholt und heute Morgen habe ich mal ein Skier gegessen. Und ich lasse mir aber halt heute eher noch Kalorien offen für das, was heute Abend noch kommt. Denn heute Abend, erzähle ich noch nicht, wo wir hingehen. Wir werden heute Abend aber noch was Geiles machen, was mit Essen zu tun hat, worauf ihr euch auf jeden Fall freuen könnt. Ich glaube, da habe ich euch auch schon mal mit hingenommen. Also die Leute, die die Videos kennen, sollten das Lokal, wo wir heute hingehen, in Berlin auf jeden Fall schon kennen. Und wenn nicht, dann bin ich einfach ein bisschen enttäuscht. Ich mache jetzt noch ein paar Sätze zum Aufwärmen und dann sehen wir uns bei der nächsten Übung. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, womit ich anfange, ob Schulterdrücken oder Seitheben. Da muss ich einfach gucken, ob die Schulterdrückmaschine frei ist. Da ist jetzt gerade auf jeden Fall jemand rangegangen, darum kann es auch sein, dass wir wirklich erstmal mit Seitheben anfangen. Mich hat schon gecallt, Schulterpresse ist leider besetzt. Wodurch ich jetzt hiermit erstmal anfangen muss. Ich wärme mich jetzt erstmal mit 15ern auf. Danach gehen wir auf 20 Kilo Hanteln. Und eventuell, aber auch nur ganz eventuell, gehen wir dann auch noch höher auf 22, vielleicht sogar 25. Da muss ich erstmal gucken, wie sich die ersten Sätze anfühlen. Mit 15 war schon mal gut. Ich mache jetzt einfach mit 20 direkt nochmal ein paar Wiederholungen hinterher, ohne Pause. Und dann gucken wir, ob ich dann direkt höher gehe oder halt auch nicht. Okay. 22 Kilo probieren wir auf jeden Fall. 25, glaube ich, ist heute ein bisschen schwer. Aber mal gucken. Vielleicht machen wir es auch noch. Aber ich habe das Gefühl, dass die Kamera ein bisschen zu hoch eingestellt ist.
schraube den nochmal ein kleines Stück runter und dann machen wir weiter. Ich glaube, so sollte das mit der Kamera besser sein. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich habe mir jetzt die 22er geholt und merke, es ist hier schon wieder unendlich warm. Ich habe richtige schwitzige Hände, aber keine Kreide schon wieder. Ich muss mir unbedingt neue Kreide holen. Weil vor allem zum Schluss, bei den letzten Wiederholungen, irgendwann rutschen die Hanteln einfach ab. Auch schon bei den leichten Gewichten ist es einfach anstrengend. Aber soll uns jetzt nicht davon abhalten, hier probieren alles rauszuholen. Auf geht's. Seitheben finde ich, es ist immer ein bisschen schwerer, den Punkt zu finden, wo man richtig am Muskelversagen ist, weil man halt auch unten noch diese Half-Raps machen kann. Und auch die bringen halt noch was, weil man trotzdem die Schulter ja noch mit belastet. Und halt erst unten, wenn man nur so macht, bringt es halt nicht mehr so wirklich viel. Darum probiere ich halt immer am Anfang so die ersten 5-6 Wiederholungen so noch richtig hoch zu gehen und danach halt noch so probieren auszupumpen, bis ich halt irgendwann hier nur noch so ganz wenig habe, was ich vom Gefühl her am geilsten finde danach. Und davon machen wir jetzt so 2 Sätze noch. Danach gehen wir nochmal mit dem Gewicht runter, pumpen uns nochmal aus. Und das ist immer so, wie ich dann die seitliche Schulter bearbeite. Erstmal mit Seitheben. Und nachher machen wir eventuell dann nochmal aufrechtes Rudern oder Seitheben am Kabelturm. Je nachdem, wie kaputt die seitliche Schulter hiernach schon ist. Aber ich glaube, so ein bisschen was werden wir nachher noch machen. Ich habe richtig Bock. Das ist meine vorletzte Trainingseinheit hier in diesem Gym. Und da will ich jetzt wirklich nochmal alles rausholen. Und vor allem einen richtig geilen Pump kriegen. Ich habe die Kamera nochmal in etwas anderen Winkel jetzt gestellt. Oh, und machen jetzt den zweiten Satz. Ey, diese Hitze macht mich fertig. Auch heute bei der Prüfung. Ich war in einem Raum ohne Kühlung, ohne Klima, weil die Klima ausgefallen ist. Und ich hatte dann 26 Grad während meiner mündlichen Prüfung. Also ich habe geschwitzt wie der letzte Spacko. Halt einfach A, ich war übel aufgeregt und B, es war halt übel heiß. Mir waren 3 Leute im kleinen Meetingraum. Das war schon richtig heftig. So, wir ziehen aber trotzdem weiter durch. Es ist halt irgendwie macht es mich traurig zu wissen, dass das hier mein vorletztes Training ist. Da müssen wir jetzt einfach weiter durchziehen. Die ersten Wiederholungen fand ich wirklich noch okay. So bis Wiederholung 8. Oh, ich liebe es, seitliche Schulter zu trainieren. Ich liebe es, generell Schultern zu trainieren. Oh, auch wenn ich mich gerade einfach nur schmal fühle durch die Diät. Aber ich freue mich halt einfach schon, wenn ich dann in 2 Monaten wieder mit dem Aufbau auf anfangen kann und dann wieder ein bisschen mehr Masse raufkommt. Nicht so viel wie vorher. Nicht zu dem Maß, wie es vorher war, weil da war ich mit dem Körperfettanteil ja wirklich extrem hoch. Aber so ein bisschen hoch
wie gesagt, einfach ein bisschen cleaner als vorher. Und dann passt das alles. Letzter regulärer Satz. Danach gehe ich runter, wie gesagt. Ich würde jetzt heute einfach mal auf 17,5 gehen, dann noch ein bisschen auspumpen. Ich werde dazwischen jetzt aber nichts sagen. Ich mache mit 22, dann gehe ich auf 17, mache schnell zwei Sätze hinterher, schneide euch die rein und dann quatschen wir gleich beim Schulterdrücken wieder. Das war gut. Kurze Pause, dann geht's in die nächste. Ach ja, ich musste mein Cappy jetzt leider wieder so umdrehen, weil ich mich sonst nicht richtig anlehnen kann. Und irgendwie ist meine Kamera schräg, oder? Naja, ich glaube, es sollte so auf jeden Fall passen. Sorry wegen dem Gegenlicht. Ich filme natürlich wieder, wo es draußen komplett hell ist und hier drinnen nicht. Ich habe sogar einen ND-Filter drauf. Nur bei der Lichtquelle hinter mir hilft er leider nicht extrem doll. Darum müssen wir jetzt einmal damit klarkommen. Ich probiere aber trotzdem mal, das hier noch ein bisschen heller zu machen. Ja, so ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ich habe jetzt erstmal 30 Kilo rauf gemacht. Wir werden heute vermutlich auf 40 oder 50 Kilo pro Seite raufgehen. Ich glaube 50. Letztes Schultertraining hier. Wir gehen auf 50. Ich wärme mich jetzt erstmal ein bisschen auf. Mache jetzt nur noch 5 Wiederholungen erstmal. Ich habe gerade schon einen Satz mit 20 Kilo pro Seite gemacht, wo ich 15 Wiederholungen gemacht habe. Jetzt machen wir mit 30 5, dann mit 40 nochmal 5 und dann gehen wir auf 50. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal richtig gut an. Das fühlt sich richtig gut an. Ich suche mir schnell 220er und dann geht's direkt weiter. Auch die haben den noch richtig gut angeführt, Mann. 60 machen wir heute trotzdem nicht. 60 wäre ein bisschen Overkill. Das machen wir nicht so tief in der Diät. Und nicht mit so gut wie leerem Magen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber 50, die machen wir auf jeden Fall. 50 Kilo sind jetzt drauf. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt wird. Oh, die Beleuchtung, Junge. Es ist doch nicht mehr normal. So sollte passen. Ich call jetzt einfach mal, dass ich so 6 Wiederholungen relativ sauber hinkriege und danach noch 4-5 ein bisschen unsauberer. Wenn ich das so hinkriege, bin ich zufrieden. Es kann aber auch sein, dass es mehr saubere werden, aber wenn ich unter 6 saubere komme, dann bin ich wirklich enttäuscht. Dann bin ich richtig von mir selber einfach nur enttäuscht und das wollen wir nicht. Wünsche mir Glück. Thank you.
den sechs relativ sauberen war ja schon mal okay, aber zum Schluss das Auspumpen, das war nicht okay. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gehofft. Ein bisschen mehr Kraft noch, aber war okay. War noch okay. Davon machen wir noch einen. Noch einen schweren und danach gehen wir nochmal auf 40 Kilo runter. Machen da noch ein paar Sätze. Und dann gehen wir entweder zum aufrechten Rudern oder zu Reverse Butterfly. Nee, nicht Reverse Butterfly. Facepulls. Facepulls machen wir heute. Da habe ich richtig Bock drauf. Der Satz lief deutlich besser, Alter. Ich hatte von der Position einen viel stabileren Sitz, so. Das war geil. Der war richtig geil. Nichtsdestotrotz gehen wir 10 Kilo pro Seite runter auf 40 und machen dann nochmal ein paar Sätze, einfach zum Auspumpen. Die schneide ich euch jetzt einfach kurz zusammen. Das war's. Ich habe mir jetzt hier wieder ein Squat-Rack geholt. Es ist crazy. Es sind einfach schon wieder richtig viele frei. Darum wieder ohne schlechten Gewissen kann ich hier aufrechtes Rudern machen. Ich habe mir jetzt erstmal 10 Kilo pro Seite drauf gemacht. Heißt, wir sind jetzt bei 40 Kilo. Und eventuell, aber auch nur eventuell, gehen wir heute auf 50 hoch. Da muss ich noch gucken. Also wenn das jetzt passt, kommt drauf an, wie leicht das ist, machen wir entweder 45 oder halt direkt 50. Und wenn das vom Gewicht so ist, dass ich sage, okay, ey, viel mehr geht da nicht, dann bleibe ich halt dabei und dann ist das auch schon okay. Wir gehen direkt auf 50, Alter. Das machen wir auf jeden Fall, Mann. Das war deutlich leichter, als ich gedacht hätte. Deutlich leichter, what the? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich Klammern drauf mache. Aber da ich jetzt nur zwei Scheiben drauf gemacht habe, zwar zwei 15er, glaube ich, brauche ich jetzt nicht unbedingt Klammern. Die Klammern hier in diesem Studio sind nie wie ich. Ey, der größte Albtraum für mich. Wer diese Dinger in seinem Studio hat, ihr tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich fühle auch mit euch. Ich finde diese Plastikklammern, diese richtigen Schnallen, halt tausendmal besser. Ich verstehe nicht, warum nicht jedes Studio diese Schnallen hat. Die kann man aufmachen, draufschieben, zumachen. Halten meiner Meinung nach auch deutlich besser. Diese Metalldinger, damit werde ich mich nie anfreunden. Vor allem, die sind halt auch immer verbogen. Man kriegt die nicht mehr richtig rauf oder sie halten überhaupt nicht. Nur Probleme mit denen. Nur Kopfschmerzen. Ja.
Okay. Oh. Das war schon gut. Ich will aber die 55 nochmal probieren. Ich glaube, die könnten mir auch noch werden. Also ich mache jetzt nochmal 2,5 Kilo pro Seite rauf. Ob das jetzt schlau ist, ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, heute am letzten vollständigen Tag und am vorletzten Training in Berlin will ich einfach nochmal richtig. Okay. Ja, das war zwar nicht mehr so sauber wie der davor, aber ich finde, es war noch okay. So, in der Satzpause habe ich jetzt mir auch schon einen Kabelturm reserviert. Zwei Sätze haben die Jungs noch, ich habe noch einen. Das hört sich für mich wie ein guter Deal an. Ein Satz von den anderen einfach noch schnell abwarten, gar kein Thema. Wir machen jetzt noch einen Satz. Gerade bei dem davor habe ich schon gemerkt, dass die Schulter langsam echt voll ist und nicht mehr so richtig Bock hat. Darum machen wir jetzt ein bisschen ruhig und danach halt wie gesagt noch Face Pulls, ein bisschen für die hintere. Und dann sind wir auch schon durch. Machen noch schnell einen kleinen klassischen Formcheck. Dann fahre ich mit dem E-Scooter schnell nach Hause und dann geht danach zum Essen. Und da freue ich mich drauf. Ist zwar leider dann höchstwahrscheinlich wieder ein Diätbruch, aber ey, Leute, ich habe meine 3-jährige Ausbildung heute geschafft. Ich ziehe das Mikro nochmal um. Ich glaube, so ist besser. Also ich habe meine 3-jährige Ausbildung heute geschafft. Bin nicht mehr in dem Unternehmen, wo ich mich nicht richtig wohl gefühlt habe. Und ziehe mit meiner Freundin in der Stadt zusammen, die ich über alles liebe. Also sowohl meine Freundin als auch die Stadt. Hab einen neuen Arbeitgeber. Es gibt nur Sachen, worauf ich mich freuen kann. Und ab nächsten Monat fahre ich dann immer mit dem Fahrrad. Ab nächsten Montag immer mit dem Fahrrad zur Arbeit und wieder zurück. Und da habe ich dann auf jeden Fall auch schon eine gute Cardio-Einheit wieder drin, weil ich bin ehrlich, ich sammle Schritte und alles so, aber Fahrradfahren oder klassisches Cardio ist in letzter Zeit ein bisschen links liegen geblieben. Und das ist nicht so geil. Und wenn ich dann immer zur Arbeit fahre mit dem Fahrrad und dann mein Cardio sozusagen sowieso mache, besser geht nicht. Also besser geht wirklich nicht. So, auf geht's. Der Kabelturm ist frei. Alles klar, Training ist durch. Ich bin fertig. Hintere Schulter, also Facepulls konnte ich jetzt nicht filmen. Ich habe mit jemandem am Kabelturm abgewechselt. Und das war mir dann ein bisschen zu unangenehm und ich wollte ihm halt auch nicht auf den Sack gehen. Darum habe ich das für euch jetzt nicht gefilmt. Aber Facepulls habt ihr bei mir auf dem Kanal, glaube ich, auch schon mehr als genug gesehen. Von daher sollte das jetzt auch weiter kein Problem sein. So, ich drehe mein Cappy einmal nochmal um wegen dem Fokus, damit die Kamera mich auch erkennt. Das ist genauso wie Face ID. Funktioniert auch nicht immer, wenn ich ein Cap auf habe. Was ein bisschen nervig ist, aber nun gut, was soll's. Jetzt machen wir noch ein bisschen dunkler. So. Oh, was kann ich sagen? Ja, war ein geiles letztes Schultertraining. So der Pump bin ich auch sehr zufrieden mit. Schulter so an sich, finde ich, hat sie auch ganz geil entwickelt. Im Rücken zusammen halt auch einfach geil. Vor allem in der Diät, wenn es
sich dann auch so richtig schön abtrennt vom Arm hier schon so langsam. Wenn man hier auf diese Streifen langsam erkennen kann, ist pervers, ist einfach nur pervers. Ich weiß jetzt nicht, wie die hintere Schulter im Verhältnis ist. Generell, Schulter kann immer mehr werden, so. Da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber ich finde, so generell bin ich sehr zufrieden. Bin ich wirklich sehr zufrieden. Auch, dass hier langsam überall wieder so ein paar Adern kommen. Hier auf dem Bizeps, unter anderem ja auch. So kann man das dann halt immer noch mal am besten sehen. Die Diät kann natürlich besser laufen als jetzt bei mir. Vor allem, wenn ich die Kamera jetzt noch mal so ein bisschen runter mache, am Bauch muss auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit dran, aber so an sich ist okay, ist wirklich okay. Ich habe vor ein paar Tagen, na, fast vor einer Woche, eine Körperanalyse einmal gemacht auf so einer Körperanalysewaage und da kam raus, dass ich jetzt ungefähr bei 18% Körperfett bin. Und wer den Kanal verfolgt, weiß, dass ich auch schon sehr, sehr lange jetzt Diät mache und schon fast 20 Kilo abgenommen habe. Also am Anfang der Diät war ich bei 121, jetzt bin ich bei 104. Also einfach nur mindblowing für mich. Und dafür, dass ich bei 121 war, bin ich zufrieden. Bin ich sehr zufrieden, weil hier war da auf jeden Fall deutlich mehr. So, ich gehe mich jetzt umziehen, gehe in die Umkleide, einmal duschen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir den letzten Teil des Vlogs machen und zwar richtig lecker essen gehen. Und jetzt kann ich euch auch sagen, wo es hingeht und zwar geht es heute ins Schulendorf. Können wir mal gerade darüber reden, was das hier wieder für eine Brücke ist, Alter? What the fuck? Also irgendwie sieht die nicht mehr ganz so gut aus, würde ich jetzt mal behaupten. Irgendwie ist es ein ganz, ganz weirdes Gefühl, hier gerade lang zu gehen und zu wissen, dass man diesen Ort hier oder generell so die Hood, sage ich jetzt mal, in der ich für 3 Jahre gewohnt habe, nicht mehr so wirklich oft sehen wird. Dieser Pfad hier, den man jetzt höchstwahrscheinlich nicht so gut erkennen kann, weil er komplett zugewuchert ist, auf der anderen Seite sieht man ihn dann auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Den bin ich auf jeden Fall regelmäßig jetzt von der Arbeit einfach bis zu mir nach Hause gelaufen. Denn wenn wir hier einfach immer weitergehen, kommt da hinten um die Ecke irgendwann das Ullsteinhaus. Und wenn ich hier den Fluss weiter folge und um die Kurve gehe, kommt irgendwann eine Fußgängerbrücke und da konnte ich dann hoch und war dann innerhalb von kürzester Zeit bei mir zu Hause. Und auch diesen Weg hier, der hier jetzt kommt, den bin ich mit meiner Freundin Nora regelmäßig gegangen, wenn wir beim Brewdog morgens brunchen waren, wenn sie mal in Berlin war. Oder auch in letzter Zeit jetzt mit meiner Mom, meinem Dad, als die mich besucht haben. Und als ich vor 1,5 Wochen ungefähr meinen Umzug hatte, sind wir hier auch lang gegangen. Und irgendwie ist es schon so, werde ich ein bisschen sentimental. Nicht so richtig, weil ich freue mich, wieder aus Berlin rauszuziehen. Die, die meine Videos kennen, wissen, dass ich mit Berlin eher so eine Hassliebe hatte. Aber ich bin ein Mensch, der einfach Veränderungen hasst. Irgendwie. Das ist so gewesen, als ich nach Rostock gezogen bin, als ich ein ganz kleines Kind war. So. Das ist gewesen, als ich nach Berlin gezogen bin, jetzt wo ich wieder zurückziehe, immer wenn sich irgendwas ändert, gefällt mir das nicht. Ich weiß nicht warum, ist halt so. Wenn euch das Video aber bis hierhin gefallen hat, würde ich mich sehr doll über ein Like und einen Kommentar freuen, denn die Kommentare pushen den Algorithmus und wenn ihr jetzt einfach mal Brewdog für den Algorithmus kommentieren könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Ich habe jetzt noch ungefähr 10 Minuten, bis ich da sein muss. Und das passt ungefähr
Da ganz hinten kann man eventuell irgendwie schon ein paar Leute erkennen, die dann wohl auch in die Richtung gehen oder gerade zu mir kommen. Auf jeden Fall, da ganz hinten geht gleich ein Tor nach links ab und dann bin ich da. Wir sind angekommen. Da ist das wunderschöne Brewdog. Das ist einfach eine riesige Brauerei. Hat auch einen richtig schönen Außenbereich. Und vor allem haben sie richtig geile Wings. Und dafür bin ich jetzt heute auch hier. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass heute nicht Mittwoch, sondern Donnerstag ist. Denn Mittwochs gibt es hier ein All You Can Eat für Chicken Wings. Was aber vielleicht gar nicht so schlecht ist, da ich auf Diät bin. Und da ein All You Can Eat zu machen, wäre ein bisschen blöd. Wir haben uns jetzt hier einfach rausgesetzt. Ich habe mir jetzt so ein Flight geholt, wo so 4 unterschiedliche Probierbiere dabei sind. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch aufs Essen. Ich habe mir jetzt Mini Mac and Cheese, Pommes und eine Shared Portion Wings geholt. Läuft auf jeden Fall mit der Diät. So, lecker Essen ist da. Mac and Cheese, Pommes, Wings und hier sind noch lecker Zwiebelringe. Wings und auch Pommes schmecken lassen. So, wir haben uns jetzt hier an die Kegelbahn gemacht. Sieht man jetzt gerade ziemlich doof. Punktestand jetzt gerade ist 10-5 für mich. Was sagst du? Wie geht's heute aus? Ja, ich lasse dich jetzt ein bisschen vorsprinten und wenn du dann quasi ausgelaugt bist, dann jogge ich nachher entspannt an dir vorbei. Also, ich bin zuversichtlich. Das sehen wir gleich. Die letzten beiden werden schwierig. Aber ein Grund, das war ein erster. Ja! Ja, genau, Mann, Alter. Komm, das tut gut. 114-90. Das ist lecker. Aber ich muss sagen, der Junge hat mich die 2 Matches davor übel platt gemacht. Du musst ja auch mal gewinnen. Genau, ne? Er hat mich jetzt einfach nur gewinnen lassen. Bis du in guten Erinnerungen hältst. Ei, einfach. Übel schlecht gespielt die ganze Zeit und dann 2 Strikes hintereinander und davor ein Spare. Keine Ahnung, was da los war. Keinen einzigen Strike und dann haut er auf einfach einmal 2 Strikes hintereinander raus. Das kann auch irgendwie, also, jetzt mal ehrlich, nicht ein Strike in 3 Runden und dann einfach 2 hintereinander irgendwie. Also, und davor hast du scheiße gespielt. Ich habe richtig scheiße gespielt, aber alles geplant. Das sollte so, ich wollte ihn einfach nur erstmal gewinnen lassen, danach meine richtigen Skills auspacken, eindeutig.